am schnellsten dahin, Ono. Über den umgestürzten Baum da. Den, der über die Schlucht geht. Gut. Hey, wie Kabisa. Das verstehe ich nicht. Der Baum hat uns doch eben noch alle getragen. Sogar Beshti. Was ist nun passiert? Vielleicht ist er einfach alt. Na, was ist auch wahr. Wir können später darüber reden. Jetzt müssen wir den Mikundu-Fledermäusen helfen. Los, kommt! Da ist er. Das ist der hohle Baum. Wow! Das ganze Ding stürzt zusammen. Wir müssen die Fledermäuse wecken. Fledermäuse! Aufwachen! Fledermäuse! Kommen Sie jetzt raus? Ich kann gar nichts hören. Oh. Ich gehe jetzt rein. So, Kasama! Aufwachen, aufwachen, aufwachen! Aufwachen, aufwachen! Sind Sie weg? Sie sind weg. Banga! Oh, oh nein! Hat mich jemand gerufen? Ich finde das ganz und gar nicht in Ordnung, dass so viele Termiten hier sind. Du hast recht. Es sind wirklich sehr, sehr viele. So viele Termiten habe ich noch nie gesehen. Sie haben den ganzen Baum durchgefressen. Vielleicht haben sie das mit dem Baum über der Schlucht auch gemacht. Und er ist deswegen zerborsten. Klingt irgendwie logisch. Termiten fressen Holz. Also fressen jetzt zu viele Termiten zu viel Holz. Aber wir hatten immer Termiten im geweihten Land. Wieso sind es auf einmal so viele? Hey, weil jetzt sehr viele Termiten da sind, heißt das nicht, dass es zu viele sind. Hm? Ja, okay, vielleicht sind es doch zu viele. Wir müssen es meinem Vater sagen.